4600 Meilen müssen im stürmischen Southern Ocean zurückgelegt werden. Tim Kröger ist als Wachführer bei dieser Etappe einer riesigen Belastung ausgesetzt. Krankheit macht ihm zu schaffen. Mit 40 Grad Fieber kann er gerade mal eine Wache aussetzen. Mehr ist nicht drin. Roger Nilsson, Navigator an Bord des Swedish Match, erklärt, welche Vorteile sie durch ein herannahendes Tiefdruckgebiet haben werden. Es bringt viel Wind mit sich und so können sie eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18,5 Knoten halten. And we are now going straight east with an average speed of very close to 18.5 knots. And that's thanks to this beautiful low pressure, which is pushing the boat forward in a very, very good speed. Roger Nielsen soll vor dem Rennen einmal gesagt haben, Whitbread bringt das Schlechteste, aber auch das Beste in den Menschen hervor. Er muss es wissen, denn dieses Rennen ist sein fünftes Whitbread Race. Die Sponsoren verlangen als Gegenleistung für ihr kostspieliges Engagement permanente Höchstleistung. Wer die Erwartungen nicht erfüllt, wird gnadenlos ausgetauscht. Das gilt für Crewmitglieder wie Tim Kröger und Skipper gleichermaßen. 24 Stunden am Tag geben sie alles. Und das unter spartanischen Bedingungen, die keinen Freiraum für Erholung oder zumindest Regenerierung des geschundenen Körpers lassen. Kälte und Feuchtigkeit zermürben die Crew. Wie hält Tim Kröger solch eine Tortur auf Dauer aus? Also die erste Etappe, das waren 32 Tage. Das ist natürlich schon gleich eine harte Nummer von Southampton nach Kapstadt. Das geht dann gleich mit einem Paukenschlag los. Und ja, wie hält man das aus? Man arbeitet im Grunde genommen im Wachrhythmus. Und der Wachrhythmus, der läuft 24 Stunden den Tag. Das heißt, wir sind 12 Mann an Bord. Wir sind aufgeteilt in 3 Wachen à 3 Mann. Und 3 Leute, das ist Co-Skipper und Skipper. Und der Navigator, die haben ihren eigenen Rhythmus. Und die 3 Wachen, die arbeiten in der Form, dass eine Wache auf, also an Deck on ist und das Sagen hat. Der jeweilige Wachführer wickelt die operative Arbeit an Deck ab, wird unterstützt von der Standby-Wache. Und die dritte Wache ist dann auf Freiwache unter Deck und schläft. Und so ein Zyklus, das sind 4 Stunden. Also 4 Stunden an Deck arbeiten, 4 Stunden Standby zuarbeiten und 4 Stunden Freiwache. Exakt so funktioniert das.